Ja, moin, moin, meine Minecraft-Freunde. Heute begrüße ich euch in den späten Abendstunden. Ja, ich bin mal wieder auf meinen professorischen Aussichtsturm geklettert. Ja, mein kleiner großer Baum hier. Um euch die Map natürlich mal wieder von oben zu zeigen. Schließlich haben wir natürlich noch die kleine Veränderung mit den neuen Texture-Packs. Ich finde auch die Blätter jetzt von dem Dschungelholz und so sehen richtig geil aus. Da unten ist auf jeden Fall ein Enderman. Um den werden wir uns jetzt gleich nochmal kümmern. Hier zeige ich euch jetzt das Haus nochmal von oben und da hinten unser kleiner Stall. So, jetzt schmieren wir. Oh mein Gott, das war knapp. Jetzt schmieren wir nämlich hier schon fast ab. Oh mein Gott, Leute. So, da unten werde ich schon erwartet. Ich kann aber jetzt auch keine Pfeile verschießen, weil die muss ich sparen für unseren kleinen nächsten Aufenthalt in Nether. Ich habe nämlich nur 7 Pfeile, habe ich gerade eben festgestellt. So, und unser Ziel heute. Was ist unser Tagesziel? Ich möchte erstmal mir jetzt schnell den Enderman holen und möglichst keinen Creeper irgendwie aufschrecken und böse auf mich machen. So, du elende Spinne dort. Oh, die klingelt so heftig. Da kommt gleich noch eine in Anschluss. Die habe ich gar nicht gesehen. Im Schatten. Das müsst ihr euch vorstellen, das war jetzt genauso wie wo Naruto und Sasuke gegen Zabuza gekämpft haben. Mit den Schattenschurigen. Ja, so ein Doppelangriff habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Was ist das denn? Hallo? Was hat der denn da auf? Der hat einen Goldhelm auf. Okay. Aber da kommt jetzt auch ein Creeper. Das war nicht gut. Komm, Zombie, du kannst erstmal kommen. Der hat einen Goldhelm, okay. Wie man sieht, auch die Gegner werden stärker. Erstmal nochmal ein bisschen umgucken. Da hinten ist ein böses Skelett. Komm, der nächste. Okay, auf den habe ich es abgesehen. Der kann mal ruhig kommen. Oh, bis ins Loch gefallen. Ja, hat der böse Enderman wieder geklaut hier. So, komm. Okay, droppt er ihn auch? Er droppt ihn natürlich nicht. Okay, das ist natürlich jetzt nicht nett. So, hier haben wir einen Zombie-Dorfbewohner. Die sind auch noch nicht, Alter. Das war wieder laut. Ich glaube mal, ich muss die Soundeffekte hier mal noch ein bisschen. Ah, er trifft mich natürlich. Lass mich ran an dich. Du willst es doch. So, okay. Das haben wir gelöst. Ja. Mit einem leichten Schmerz im Knie, aber naja. So, Enderman, wo bist du denn jetzt hin? Der will mich schon wieder trollen hier. Ich bin gerade erst angekommen, da will mich der Enderman schon wieder trollen. Okay, ist schon wieder der nächste Zombie. Zwei Zombies. Hi, Zombie-Mann. Geht's dir gut? Oh, er hat Bauchschmerzen. Naja, egal. Komm, Onkel. Da hinten ist schon der nächste. Onkel Dobby ist ja da. Aua! Und er gibt mir noch nicht. Eine böse Schelle gibt er mir noch. Naja, komm, ist mir jetzt auch alles Wurst. Im Großen und Ganzen, Enderman ist ausgerissen. So ein Käse. Ich hätte natürlich gerne wieder eine neue Enderperle gehabt. So, wenn ich dort das sehe, die ganzen Zombies und Skelette und. Oh, komm, hauen wir uns erstmal hin. So, nee, im Großen und Ganzen werden wir heute erstmal unser Inventar sortieren von unserer kleinen, ja, neuen Chaos-Reise, die wir das letzte Mal hatten. Und dann möchte ich, wir haben 3 Smaragde. Und die möchte ich jetzt den entsprechend mit einbeziehen zu dem Thema Pfeile. Ich möchte ins Dorf gehen. Ich möchte hoffen, dass die Monster nicht alle Dorfbewohner getötet haben. Und möchte mir, wenn möglich, Federn oder wenn es ganz gut kommt, Pfeile kaufen. Aber das müssen wir natürlich dann erstmal schauen, ob das denn überhaupt. Okay, ist irgendwo ein Skelett. Okay, um das werden wir uns gleich kümmern. Um das werden wir uns gleich kümmern. Nein, was Dobi, was machst du denn? Und ja, nebenbei werde ich ja wieder ein paar Fragen und Kommentare beantworten. Haben wir ja das letzte Mal nicht gemacht. Da man natürlich, ja, es gab halt eine Planänderung mit dem neuen Texture Pack und sowas. Die werde ich jetzt hierher packen. Unter anderem werde ich jetzt hier die Kohle, werde ich jetzt erstmal hier in meine Öfen ein wenig aufteilen, so gut wie es geht. Kriegt man auf jeden Fall die ganzen Öfen heute voll.
Sehr schön. Und haben noch jede Menge übrig. Hauen wir das einfach mal gemischt. Hier unten haben wir Gravel. Da können wir auf jeden Fall unsere Werkbank wieder reinpacken. Habe ich keine Kohle irgendwo drinne? Werkzeuge noch offen? Netterstein. Bauteile. Habe ich irgendeine Bauteile dabei? Ich sehe jetzt auf Anhieb nichts. Okay, da hat sich das erledigt. Hier tun wir das Redstone tun wir rein. Lapis Lazuli. Da haben wir jetzt schon 7 Enderperlen. Haben wir. Geil. So, da werden wir hier oben einfach mal die Kohle reinpacken oder so. Denke ich mal. Warte mal, dann machen wir mal kurz so, so und packen das hier her. Machen wir nämlich mal so. Okay, da können wir das ja eigentlich auch nochmal hier so machen. Und damit es gut aussieht, damit die pingelischen Leute sich nicht aufregen, haben wir die Kohle noch direkt sortiert. Hier haben wir Kies. Kies war hier, oder? Genau. Dort ist noch ein Pflasterstein. Oh mein Gott, jetzt habe ich sogar beim. Da ist er. Schotti. Oh. Okay. Wir wissen Bescheid, Leute. Wir wissen Bescheid. Wir haben ihn Gott sei Dank schon erspäht. Das finde ich gut. So, wir haben Essen, jede Menge Essen. Das müssen wir erstmal hier ein Chicken. Gebratenes Chicken haben wir noch gar nicht. Okay, da packe ich das einfach mal unter das normale Chicken. Steaks haben wir. Schießpulver. Unsere Hacke. Die kommt hierher. So, das passt. Lass mal auf. So, tierisch. Ich glaube, bei Fäden haben wir hier oben auch drin, oder? Ja, genau. Fäden, Stein nochmal hier hinten. So, da sind wir jetzt fertig. Aber ich möchte jetzt nicht erzählen, wie ich hier sortiere. Ich möchte euch natürlich ein paar Kommentare. Möchte ich euch natürlich. Sind nur ein paar kleine. Ich habe mir jetzt nicht direkt was Größeres oder so rausgesucht. Aber ja, ich sag mal, die ein oder andere Frage kann ich natürlich noch beantworten. Und ja, es wurde gefragt, wiedermals. Aber ich habe ja in letzter Zeit auch viele, viele, viele neue Abonnenten gehabt. Ich habe ja jetzt über den Monat Januar, ja, lass mich nicht lügen, 70, ein bisschen mehr als 70 Abonnenten gemacht. Und das ist schon eine stolze Zahl, ganz ehrlich. Also bin ich richtig stolz drauf. Darauf nochmal dickes Dankeschön an euch. Das wird jetzt, mein Diamantenschwert wird bald abbrechen, sehe ich gerade. Das ist natürlich auch nicht allzu prickelnd. So, wir haben natürlich jetzt schon wieder Tag Mitte, also mittags haben wir derzeit. Was machen wir denn Stickies? Natürlich kommen die Stickies hier rein. Ja, ich bin natürlich der beste Pro-Gamer Minecraft-Spieler ever. So, okay, packen wir sie hier rein. So, okay, jetzt sieht es natürlich wesentlich besser aus. So, jetzt müssen wir alles gepackt eigentlich haben. Jetzt hauen wir noch eine Karotte rein und gehen wir erstmal hier draußen aufräumen. Nein, ich wurde gefragt. Aua, 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 aua. Ich muss erstmal weg wegen den Creeper. Da kommt mich sogar noch ein Pferd besuchen. So, wo ist der Creeper? Ich habe keine Ahnung. Guckt euch das mal an, wie er sich unter einen Baum versteckt. Du bist mir ja einer. Damit die. Der hat gar nicht gebrannt. Wieso hat der gar nicht gebrannt? So, wo ist der Creeper, Mann? Hallo? Nein! Oh, das darf nicht wahr sein. Wo kommt der denn jetzt wieder her, Mann? Oh. Alter Schwede, ich guck extra nach dem Creeper. Und was macht der? Keine Ahnung, wo er war. Ich habe ihn nicht gesehen. Wenn ich mir jetzt hier die Folge wieder angucke, was ist das denn? Feuerstein, okay. Wenn ich mir hier die Folge wieder angucke, dann sehe ich, dass er wieder hier irgendwo stand oder keine Ahnung, wo er stand. Letztendlich ärgere ich mich wieder schwarz, dass ich ihn wieder übersehen habe. Aber es liegt daran, dass ich ja halt auf dem Fernseher spiele und nicht auf einen Monitor oder sowas. Also ich habe eine größere Fläche, die ich so im Auge behalten muss, sagen wir mal so. Ich brauch wieder Erde, ja. Ja, pff, gib mir her. Machen wir gleich so. Okay. Nee, ich wurde gefragt, wie alt. Dobi, wie alt bist du denn? Ja, habe ich zwar schon ein paar Mal beantwortet, aber wie gesagt, es sind ja einige neue in letzter Zeit gekommen, deswegen sage ich das gerne nochmal neu. Ich bin derzeit ganz ruhig, mein Hottie Hü.
Kein Stress hier auf der Titanic. Wo du auch immer mal sein magst. Hinten hast du dich wieder versteckt. Jetzt muss ich mal was ausprobieren. Warte mal, hier. Zähmen. Und da habe ich doch recht gehabt. Das war nämlich das letzte Mal, war das nämlich ein Kommentar. Ich habe mich gefragt, wie tue ich ein Pferd zähmen? Und zwar wurde mir in die Kommentare geschrieben mit Zucker. Und dann habe ich das mit Zucker gezähmt und konnte aufsteigen, konnte aber nicht reiten. Ja, und genau da wurde mir nämlich dann nochmals in die Kommentare geschrieben, das beantworte ich jetzt einfach mal so, um das mal ein bisschen gerade zu rücken. Du brauchst nur einen Sattel, den packst du drauf, dann kannst du dich draufsetzen und dann geht's los. Du darfst halt bloß nichts in der Hand halten. Und ne, ihr seht's, zähmen. Da unten steht's. Ich musste das jetzt also erstmal wieder mit Zucker zähmen. Dann packe ich den Sattel drauf und dann geht die Post ab. So geht das, denke ich mal. Habe ich noch nicht gemacht. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Stuss erzählt. Wenn ja, korrigiert mich gerne. Ich habe da nichts dagegen. Ja, meine Smaragdehammer. Das Schwert müsste bald, ja, müsste bald den Geist aufgeben. Ich glaube mal, wir müssen als nächstes mal hier eine kleine Hühnerhütte bauen. Oder wir bauen uns jetzt hier, weil ich es leid habe, hier ständig auf den Baum hoch zu kraxeln. Ja, wir bauen uns ganz einfach mal. Komm, wir nehmen das Gästebett, nehmen wir hier da einfach mal mit. Wir bauen uns hier einfach mal einen Aussichtsturm oder so. Ich glaube mal, das wurde sich so oder so schon mal gewünscht. Nö. Aber jetzt nochmal zu dem Thema. Wie alt bist du? Ja, ich bin 21. Komme aus Leipzig. 21, 22 bin ich, oh mein Gott. Schon fast 23. Das dauert nur noch, ja, 5 Monate oder so. Okay, es ist noch ein bisschen hin, sagen wir mal so. Aber ja, ich sag mal, die Zeit vergeht schnell. So, wo war jetzt das Dorf? Ich glaube, hier hinten war eine Wüste. Und dann war das weiter in die Richtung. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal hier so schräg ran. Und gucke mal, dass ich direkt drauf stoße. Das war halt kein sehr großes Dorf oder so. Das war halt noch schon klein. Und ja, ich hoffe mal, dass die Dorfbewohner noch da sind. Dass sie nicht alle von den Monstern getötet wurden. Wenn ja, haben wir ein Problem, müssen wir uns ein neues Dorf suchen. Ganz einfach. Nee. So. Okay. Das sieht ja natürlich hier auch richtig geil aus mit dem See hier und so. Gefällt mir richtig gut. Was haben wir denn hier? Gravel. Ah, komm, Leute, ich brauch das Gravel. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht so böse. So, unter anderem wurde gefragt, Tobi, was spielst du denn derzeit so für Spiele und so? Ich setze hier meine Fackel her, damit es für euch natürlich auch angenehmer ist. Ich höre schon wieder Zombie. Law? Fall mir bloß nicht in die Seite, da wäre ich böse. Da werde ich grogsch. Oder so, wie sie immer sagen. So, danke, danke. Das hier hinten noch. Mal schnell nachgucken. Hier hinten. Okay, hier hinten ist noch mehr. Da werde ich hier einfach nochmal eine herpacken. So, was sagt meine Uhr? Da werde ich schon mal hier gleich mal provisorische Bett hersetzen. Da werde ich mich gleich nochmal in die Kaschimme hauen und dann geht's weiter, denke ich mal, wenn wir hier den Gravel abgebaut haben. Jede Menge, das finde ich gut. Ne, Dobi, was spielst du denn so für Spiele derzeit? Oder auf was für Spiele freust du dich jetzt 2015? Hast du da schon irgendwas in Planung, projekttechnisch und sowas? Wurde ich gefragt. Also, was ich für Spiele derzeit spiele, brauche ich eigentlich im Großen und Ganzen nicht beantworten. Weil, ihr gebt den mal noch her. Das kann ich euch zeigen, nachdem ich mir diese Karotte reingehauen habe. Na komm, doppelt hält besser. So, ich zeige euch das jetzt einfach mal, indem ich jetzt hier rausgehe. Dann gehe ich hier mal auf Pins. Und das sind derzeit meine ganzen Spiele, die ich so, ja, separate bitte spiele oder vorbestellt habe. Also vorbestellt sind jetzt Final Fantasy Type Zero HD.
Da freue ich mich schon drauf. Ich bin richtiger, also ich bin ja hauptsächlich Rollenspielspieler. Und Battlefield Hardline, da läuft ja derzeit die Open Beta für die Leute, die es noch nicht wissen. Ja, könnt ihr euch im Store, mag es jetzt PlayStation oder Xbox sein, einfach mal downloaden. Und ja, nebenbei halt Forza Horizon, ab und zu mal noch Destiny. The Legend of Korra habe ich jetzt so angefangen, hatte ich schon ein bisschen länger. Was derzeit auch sehr populär ist, ja, Evolve habe ich natürlich auch vorgestellt. Aber das hat man ja, ich glaube mal, das ist exklusiv für Xbox. Ich finde es sehr amüsant, also wenn du da ein paar gute Kollegen hast, macht es echt Spaß. Und Dying Light spiele ich derzeit öfters. Dying Light habe ich mir auch jetzt erst gekauft. Gab es ein paar Umstände. Ich möchte erstmal mich hinlegen, bevor hier irgendwelche Monster spawnen. Ich kann nämlich dann nicht mehr schlafen. Da habe ich nämlich auch bloß nichts gekonnt. So, gib mir her, Ratnest. Und dann hauen wir hinten noch den letzten Krawel weg. Und dann geht's weiter, denke ich mal. Nö, das sind derzeit so meine Spiele, die ich derzeit jetzt hier über Xbox, sage ich mal, vorbestellt habe. Also müsst ihr euch so vorstellen, ich habe die mir halt schon gedownloadet. Und wenn die halt dann rauskommen, da kann ich die halt dann ab 0:01 Uhr kann ich die direkt spielen. Brauche hier nichts, ja, installieren oder nochmal downloaden oder so, weil ich halt schon alles gedownloadet habe. Ich kann ganz einfach ab 0:01 Uhr ist das freigegeben und dann kann der Dobby losspielen. Für das, was er sich halt dann schon vorbestellt hat und dementsprechend schon runtergeladen hat. Ich lasse die Fackeln einfach mal hier drinne. Sieht man das, dass das schon ein bisschen ausgelutscht ist. Und ja, da muss ich mal gucken, ob wir hier eventuell mal was machen. Ich finde das richtig geil hier, die Stelle. So ein Haus. Da unten ist eine Kohle. Dobby, was hast du jetzt wieder gefunden, ne? Warte mal, wir nehmen mal schnell den dicken Knüppel in die Hand und gucken mal. Ja, hier ist wieder eine größere, eine Wasserhöhle, da ist Eisen. Lass mal einfach mal. Lass mal einfach mal alles hier, beugt man jetzt nicht sinnlos aus. Das ist jetzt nicht das Ziel. Das Ziel ist eigentlich jetzt endlich mal am Dorf anzukommen. Aber ihr seht, ich lasse mich schon wieder von sämtlichen Zeugs ablenken. Aber jetzt nicht mehr. So, oh mein Gott. So, okay, jetzt geht's. Ein Haus am See oder so mit einem Bootssteg oder so könnte man auch mal machen. Habe ich direkt jetzt eigentlich noch nicht gemacht. Ich hatte bislang, hier geht natürlich, also hier, was hier für Höhlen sind, das ist so oder so Wahnsinn. Wenn ihr nur mal die ersten Parts von mir anguckt, so, da kommt auf jeden Fall schon mal die Wüste. Das ist genau die ich vorhin meinte, wo ich gesagt habe, hier hinten müsste eine Wüste sein. Man sieht, es geht schon voran. Nein. Und dann müssen wir mal gucken, direkt so ein Haus. Ah, wer sucht, der findet. Wir sind schon fündig geworden. Unser kleines Dörfchen. Klein, aber fein, sage ich dazu. Ich habe leider hier auch noch kein. Was ist das denn? Verdorrtes Gras hier. Sieht so oder so komisch aus hier. Die Stellen, hier fehlt überall Sand. Okay, muss man nicht verstehen. Okay, ich habe schon Dorfbewohner gesehen. Sie sind noch da. Das ist natürlich geil. So, jetzt müssen wir aber vorher noch ein bisschen parkourmäßig, wie bei Dying Light, durch die Spielwelt springen, uns ziehen und andere Sachen machen. So, wie komme ich denn jetzt zu euch hier rein? Ja, du sagst es. Habe ich jetzt hier das. Okay, hier ist auf jeden Fall irgendwo. Hier muss doch auch was gewesen sein. Sag mal, was ist denn hier passiert? Ach da, Mann, Domi, was macht. Schon wieder eine Höhle. Unter mir ist schon wieder eine Höhle. Schon wieder eine. Da hinten haben wir noch ein paar Karotten. Nehmen wir einfach mal mit. So, eine Wälzen lassen wir. Irgendwie müssen die sich ja natürlich auch ernähren. So, wie geht's euch denn? Hier gibt es natürlich keine Schmiede. Weil in den Schmieden gibt es halt dann dementsprechend auch ganz gerne mal eine Kiste.
So, was hast du auf dem Herzen? Nicht gut. Ein Smaragd? Nee, ich will hier nicht sowas. Komm, gib mal was Gutes. Ein Sattel! Und ich brauche 6 Smaragde, nein! Also du, ihr seid keine guten also ihr Geschäftspartner. Da könnt ihr euch 10-mal hier die Ellenbogen in der Hand nehmen. Und du hier mit deinen, keine Ahnung, was das für ein Sabberlatz ist. Nee. Du gibst mir hier Feuerstein, was keiner braucht, ganz ehrlich. Und der bietet mir einen Sattel an, hält ihn mir halb vor die Nase, auf Deutsch gesagt. Und ist aber viel zu teuer und will auch nicht mit sich handeln lassen. Also, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also, das ist nicht nett. So, ich habe das letzte Mal bei den Newton Tom Thompson gesehen. Ich glaube mal, das hatte jemand in die Kommentare geschrieben oder hatte er das angesprochen. Kartentechnisch, weil bei uns ja hier das Problem mit der Karte besteht. Wenn ich jetzt mal hier drauf gehe, guckt mal, ihr seht mich ganz oben rechts oben als weißen Punkt. Dass man sich mehr Karten craften muss, dass die dann irgendwie halt größer werden oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Das würde ich natürlich in Einzel ganz gerne mal ausprobieren wollen. Ich wollte jetzt mal auf die Zeit gucken. Ich sag, die Zeit ist schon wieder soweit. Okay, da habe ich jetzt keine. Ja. Für alles mögliche anderes habe ich jetzt bequatscht und gemacht. Unser Ziel für heute habe ich auf jeden Fall erreicht. Die waren bloß ein bisschen geizig, würde ich mal sagen. Ich weiß aber jetzt nicht, ob die dauerhaft eine kleine Frage noch an euch. Die Leute, die natürlich bis jetzt zugeschaut haben und das wissen, würde ich mich über eine Antwort riesig, riesig, nicht nur sehr, sondern riesig freuen. Kriegen die auch mal anderes, außer wenn man jetzt bei denen gekauft hat? Also ich sag mal jetzt täglich irgendwas anderes oder so, dass es lohnt halt immer mal hierher kommt und mal schauen, was sie so haben. Das würde ich ganz gerne mal wissen, aber ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, würde ich mich drüber freuen. Und ja, allzu viel haben wir heute nicht geschafft. Gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal aussieht. Dann wird es, denke ich, mal wieder besser. Und ja, ich hoffe, dann hat euch die Folge trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, falls ihr, wie gesagt, noch was auf dem Herzen habt, unten in die Kommentare. Das nächste Mal haben wir wieder ein bisschen Zeit drüber noch zu quatschen, da wir ja heute nicht so viel geschafft haben. Und dann sagt, schaut so rein. Und da hört man sich beim nächsten Mal. Tschüss.